Ja, hallo und schön, dass ihr heute bei diesem mal wieder etwas neuerem Video dabei seid. Warum etwas neueres Video? Weil diese Art von Video habe ich noch nie gemacht. Ein Loot-Chest-Video. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe die Jungs und Mädels bei Loot-Chest mal angeschrieben, habe gesagt, hey, wie schaut's aus? Ich würde gerne auch einmal sowas zeigen können. Und dann gesagt, ja gut, kein Problem, können wir gerne machen. Und jetzt haben sie mir eine zugeschickt. Ich freue mich wirklich sehr drauf, weil, ja, ich bin ja schon so ein Nerd, sag ich mal, so alles, was so ein bisschen geekig ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen bin ich happy, darüber das zeigen zu können. Was ist aber Loot Chest? Vielleicht sollte man das mal ganz kurz erklärt haben. Loot Chest ist eine Internetseite, also lootchest.de. Da könnt ihr drauf surfen. Und wenn ihr dann da seid, gibt es so Abonnementmodelle. Ihr könnt natürlich auch nur mal eine Box holen, wenn ihr sagt, euch interessiert das mal, was da so kommt. Sinnig ist natürlich aber, so ein Monatsabonnement abzuschließen, weil der Hintergrund ist natürlich dann folgendes: Wenn ihr das habt, dann gibt es im Monat einmal so eine Box. Ich glaube, die günstigste ist auch bei 20 Euro pro Monat. Der Wert entspricht immer so 40 Euro, also das ist schon in Relation wirklich günstig, weil ihr euch einfach 50% spart. Und dann ist es so, einmal im Monat gibt es so eine Überraschungsbox und da, ihr wisst nicht, was drin ist, das finde ich gerade das Geile, das ist wie ein Überraschungsei, wie groß ist. Und dann kommt es, so wie jetzt hier, so schaut das Ganze aus. Und plötzlich wird man überrascht. Ja, und genau das schauen wir uns jetzt einfach mal an, was da so drin ist. Ich hole es einfach mal raus, mache es auf und zeige es euch dann. So, erstmal haben wir hier ein Büchlein, Hey Ho Looter, epische Gaming und Geekbeute jeden Monat direkt so nach Hause. Da werden dann auch YouTuber hier drin scheinbar gezeigt, die Gewinnspiele machen und so ein bisschen was so drin ist. So, und dann haben wir von Brandon Sanderson eine exklusive Leseprobe Schatten über Ellen Tell. Ein Roman, also wer sozusagen mal lesen will, was, wie, wo das Buch beinhaltet, kann man mal so ein bisschen da reinlesen. Das muss man natürlich sagen, ich bin leider jetzt nicht so die Leseratte. Also, wenn es so eine Anguck-DVD wäre, so eine Guckprobe, wäre das voll mein... Oh, wie geil! Seamus, wie cool ist das denn? Also da muss ich sagen, das ist ja mal richtig geil. Ich finde ja, Metroid war ja eine der besten Serien, die es jemals für die Nintendo und auch Folgekonsolen gegeben hat. Und jetzt hier, das also muss man natürlich nochmal, wie gesagt, einmal hier ein bisschen genauer und detaillierter. Und da sieht man auch nochmal, was da so beinhaltet ist. Also das ist ja voll meins. So irgendwo hinstellen, super cool. Also das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Genau sowas, also ehrlich, genau wegen sowas finde ich diese Loot Chest einfach so geil, weil es einfach, sind wir uns nochmal ehrlich, ob man jetzt in den Laden geht und sich das kauft, weiß ich nicht. Wenn man es aber dann da hat, ist es mal richtig killer. Also gefällt mir sensationell, das auf jeden Fall. Daumen nach oben. So, was haben wir noch? Ein T-Shirt, glaube ich. Ja, ist ein T-Shirt. Jetzt gucken wir mal. Und ich sehe schon, das Motiv wird auch geil, weil es beinhaltet Ghostbusters. Und auch das ist wieder sowas. Ob ich mir jetzt selber holen würde, einfach nur, weil ich bin bei sowas, bei T-Shirt, ein schwarzes T-Shirt und gut. Aber wenn ich es natürlich so habe, seht ihr sogar, bevor ich es sehe. So schaut das T-Shirt aus. Was sehen wir darauf? Den Ecto. Ecto 1, geil. Also die Kappe von den Ghostbusters. Sehr, sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Das ist auch sowas, was ich auf jeden Fall anziehen werde. Also doch, da muss ich sagen, Bringing Rex Back from the Dead Since 1984 steht da noch drauf, falls ihr es ja nicht lesen konntet. Cool. Doch, gefällt mir auch gut. Dann gibt es hier perfekt für mich ein Energy Drink. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist das Superman-Zeichen. Für mich ist es aber S wie Stürmer. Also sozusagen, wie ich hier heiße, finde ich auch richtig nice. Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas trinke im Sinne von, ob ich es nicht einfach stehen lasse. Schaut nämlich auch geil aus. Und geil! Top-Handschuhe von Marvel! Wie geil! Das sind Marvel Comics.
Da seht ihr so ein bisschen Comic-Strips drauf, also ganz geil gemacht. Und jetzt muss ich euch mal ganz kurz zeigen, da muss ich schnell die Kamera verlassen, das ist doch hart unprofessionell, aber bin ja schnell in der Küche und wieder zurück. Das sind sozusagen die ich bisher gebraucht habe oder benutzt habe in der Küche. Weg damit! Marvel, Kochhandschuhe, geil. Auch das, ich hätte meine Kochlappen bisher, die gab's und die würde ich niemals, warum sollte ich mir neue Kochlappen kaufen? Bei sowas bin ich hab's einmal, fertig. Aber jetzt mit denen. Geil. Coole Sache. So, was haben wir dann noch? Oh, wir haben noch einen... Oh, die Lootbox, als ob sie mich getroffen hätten. Ein Pin. Aber nicht irgendein Pin, ein Power Ranger Pin. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin als Kind damals, als Jugendlicher, ja, als Kind, bin ich ja wirklich... Habe ich für die Power Rangers, ich habe geliebt. Ich habe auch diese Gürtelschnalle gehabt, die man so aufmachen konnte und die hat dann so gesummt und so. Power Rangers war damals voll meins und deswegen, ich werde mir auch den Film anschauen, deswegen natürlich ideal, dass da dieser Power Ranger Pin drin ist. Also super lässig. So, was ist dann da? Was ist das denn? Capcom Certificate of Authenticity. Mega Man, das ist scheinbar so ein, also scheinbar jetzt wirklich so ein Poster-Ding, ich kann es euch noch nicht ganz genau sagen. Hinten gibt es ein Zertifikat, das steht da nochmal drauf, also scheint schon besonderer zu sein. Und auch Mega Man bin ich, habe ich wirklich, ich habe die Serie zum Beispiel, also Mega Man, die Serie fand ich super geil, deswegen, ich muss mich da nochmal genauer belesen, was das überhaupt ist, aber ich denke jetzt einfach mal ganz, ist aber auch ein bisschen wertiger, also so wie... Diese Urkunden, kann man sagen, das Urkundenpapier. Also von dem her, ich belese mich mal, was es ganz genau ist, aber es steht doch dabei, oder? Das ist doch in diesen Büchlein, habe ich doch gerade so gesehen. So, Mega Man Artwork. Wusstest du schon, dass der Tunnel vor der Höhle eines Robotermeisters mehreren Zwecken diente? Das war nicht nur ein Speicherpunkt für das Level, sondern erlaubte es dem Spiel auch ohne Überlastung die Daten zu wechseln. Wir ehren mit diesem exklusiven Artwork unseren Mega Man. Allein dieses Artwork sind 7,95 Euro, wenn ihr euch das normal holen würdet. Also, das ist geil. Die Figur, 9,95 Euro. Das T-Shirt 15 Euro, die Ofenhandschuhe 13 Euro. Also würde ich wahrscheinlich so nicht kaufen, aber ist super lässig. Und das wird jetzt vielleicht der ein oder andere unter euch auch noch kennen. Sehr, sehr lange ist es her. Die sind doch als Goodies dabei. Center Shocks. Wann habt ihr denn das letzte Mal bitte Center Shocks gegessen? Einmal hier so ein Center Shock Mr. Slimer und einmal ist es Creedy Spider. Also gibt es auch nochmal zwei Center Shocks obendrauf. Also unterm Strich muss ich sagen, finde ich dieses Konzept der Lootbox oder Lootchest in dem Fall klasse. Gefällt mir ausnahmslos gut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich da weitere bekäme, weil ich muss sagen, doch, das animiert mich stark und ich würde es euch auch in Zukunft gerne weiterhin zeigen. Deswegen hoffe ich mal, dass es gut angekommen ist, was ich gerade gemacht habe. Aber unterm Strich muss ich sagen, rein meine persönliche Freude ist enorm. Und ich werde alles nutzen und benutzen. Also von dem her, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ihr wisst, oh, jetzt darf ich das nicht. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten natürlich, die Jungs und Mädels bei Lootchest werden sich sehr freuen, wenn ihr natürlich vielleicht auch das euch mal selber gönnt. Ich glaube, man hat da auf jeden Fall immer was für sich daheim und sehr, sehr viel Spaß selbst auch dran. Deswegen, lasst einen Daumen da, kommentiert es sehr gern. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.